Wir haben jetzt öfters über Arten geredet. Das Artkonzept, vielleicht sollten wir das kurz erklären. Was ist überhaupt eine Art? Eine Art ist eigentlich eine Gruppe von Individuen, die sich erfolgreich fortpflanzt. Das ist sozusagen die eine einfache Definition. Die andere Definition wäre eine Gruppe von Individuen, die sehr ähnliche Merkmale haben. Aber man muss dazu sagen, du hast es bereits angesprochen, es gibt kein Artkonzept, das sozusagen alle Ausnahmen umfasst und das ganz klar ist. Das hängt auch damit zusammen, dass eigentlich Arten nichts Statisches sind, sondern sich im Laufe der Revolution entwickeln und wir nur als Menschen, weil wir nur auf einen kleinen Teil sozusagen in der Zeit drauf schauen, glauben, das ist statisch. Aber Arten entwickeln sich immer weiter und in dem Zusammenhang ist natürlich sehr spannend, dass du selber bereits viele Arten beschrieben hast. Weißt du, wie viele Arten du beschrieben hast und kennst du ein schönes Beispiel, von dem du uns erzählen möchtest? Ja, vielleicht blättere ich ein bisschen zurück in meine Studienzeit. Ich habe das mal ganz easy gelernt. Arten sind kleinste, diskontinuierlich differenzierbare und fortpflanzungsmäßig isolierte natürliche Individuengruppen. Und so bin ich auch auf die Schmetterlinge losgegangen. In Wirklichkeit ist natürlich, wie du gesagt hast, wesentlich komplexer. Wir versuchen aber natürlich trotzdem seit 200 Jahren vor allem Insekten morphologisch abzugrenzen, weil man einfach viele Methoden erst in den letzten Jahren entwickelt hat, zum Beispiel genetische Methoden, und die spielen jetzt auch in meiner Forschungsarbeit natürlich zusehends eine große Rolle. Vielleicht 5, 6 Jahren ein Schmetterling, der heißt Micropteryx gaudiella. Und diese Micropteryx gaudiella, man kennt das vielleicht von Studentenliedern, Gaudiamus igitur, also wir haben eine Gaudi. Diese Micropteryx gaudiella hat also Spaß gemacht und jetzt so viel Spaß gemacht, dass es auch international ein bekanntes Tier geworden ist, weil ein britischer Journalist hat gemerkt, dieser Falter schaut so bunt aus und seither heißt das Tier the tiny disco moss, weil sie wie ein Disco Queen ausschaut, also ganz pinke Farben. Und man sieht, also da kann man interessante Assoziationen auch knüpfen von der Artbenennung, von den Namen her, aber eben auch sehr spannend. Und das fasziniert mich besonders, ist die Entdeckung von kryptischen Arten, also Arten, die man lange übersehen hat, die vielleicht in den Sammlungen schon 100 Jahre stecken, wo man aber erst jetzt mit neuen Methoden, zum Beispiel der genetischen Artabgrenzung, entdeckt, das sind neue Arten. Und das ist eigentlich immer ein Highlight, das aber im Weiteren dann auch mit Knochenarbeit verbunden ist. Also du kannst ohne weiteres am Mikroskop oder am Computer feststellen, das gibt es noch nicht, muss dann aber trotzdem nochmal hergehen und in allen Sammlungen, wo es potenziell vielleicht altes Typenmaterial gibt, musst du kontrollieren, ob nicht vielleicht diese Art doch schon irgendwann mal beschrieben wurde und einfach fehlinterpretiert. Und dein Beispiel beschreibt auch sehr schön, warum diese Sammlungen so wichtig sind, der Schmetterlinge und natürlich auch anderer Organismen. Ja, Johannes, da siehst du jetzt mal was ganz Besonderes. Das ist diese Micropteryx gaudiella, also der Tiny Disco Moss. Der Name sagt, sie sind ja kleine Tiere, aber insofern auch eine Besonderheit, weil wir einerseits an den roten Etiketten zu erkennen, sind das Typentiere und eines davon ist der sogenannte Holotypus, das ist sozusagen der Prototypus der Art. Also wenn es mal später draufkommen würde, dass es in Wirklichkeit 10 verschiedene Arten sind, dann ist das der Namensträger. Also ein einziges Exemplar ist der Holotypus. Und das Besondere an dieser Art, jetzt abgesehen davon, dass sie klein und unscheinbar ist, sie ist natürlich unter dem Mikroskop wunderschön und eben wie eine Disco-Queen, der gehört zu den Urfaltern und hat noch kauend beißende Mundwerkzeuge. Also solche Schmetterlinge gibt es wahrscheinlich schon seit mehr als 150 Millionen Jahren. Das sind sozusagen die lebenden Fossilien unter den Schmetterlingen, die Urfalter und kauen Pollen. Es gibt bei jeder Art, die beschrieben wird, gibt es ein Exemplar in Museen. Und dieses Exemplar ist dieses hier, mindestens eines. Es gibt ein Exemplar, wenn es nicht schon verschollen ist. Also wenn man zum Beispiel vor 200 Jahren eine neue Art beschrieben hat, dann gibt es dieses Exemplar möglicherweise nicht mehr, was unsere Arbeit dann auch wieder sehr schwer macht, wenn du recherchieren möchtest, was hat ein Autor vor 200 Jahren gemeint, wenn er gesagt hat, ein kleiner brauner Schmetterling, 7 mm groß. Und dann haben wir keine Ahnung mehr, was der wirklich gemeint haben könnte.
Und das macht die Sache manchmal dann komplex, wenn man neue Arten beschreiben will. Wie viele Typusexemplare, also erst beschriebene Exemplare, habt ihr hier im Museum, in den Sammlungen von Schmetterlingen? Ich kann es dir gar nicht ganz genau sagen, aber es sind mehrere hundert, also Größenordnung von 350 bis 400. Aber es kommen ja jedes Jahr neue dazu. Ich bin nicht ganz up to date jetzt von der aktuellen Zahl, aber in dieser Größenordnung ist das ja.